Servus und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Jungle. Heute fast alleine. Chris ist natürlich wieder dabei. Jo, aber ihr werdet nicht besorgen, weil ihr nach wie vor unser Beat hier hinten. Genau. Chris hat ja hier während der letzten Folge eine riesen Fläche hier gebaut für sein Industriegebiet. Beziehungsweise für unser Industriegebiet. Pride of the Soviet Union. Wir haben heute vor, diese Maschine hier zu vollenden. Letztes Mal haben wir ja diesen Kompressor und diesen Auto-Compress-Hammer angeschlossen. Da ist jetzt ordentlich Dust drin. Aus dem Dust kommen wir dann mit einem Autosief, was wir dann da noch hinpacken müssen. Redstone zum Beispiel. Ich weiß nicht, was da noch rauskommen kann. Ganz bestimmt ganz coole Sachen. Und den Rest, also das, was wir in unserer ersten Produktionskette, also der linken hier, produzieren, das wandert ja bis jetzt alles in unsere Kiste. Das werden wir dann aber einschmelzen. So, Phase 1 ist jetzt also erstmal unseren Dust durchzusieben. Dafür schauen wir mal in die Maschinenkiste, da haben wir unser Autosief. Genau, das Diamesh ist hier drin. Das nehmen wir mal mit. Dann packen wir mal das Autosief rein. Dafür brauchen wir noch einen zweiten Hopper. Aber ich habe genug Holz dieses Mal. Sehr gut. So, Hopper ist ja schnell gecraftet. So. Hopper ist da. Bruder, ist da. Und den setzen wir jetzt unter den Auto-Compressed-Hammer. Allerdings mit Richtung nach hier, weil ansonsten kommen wir später in Bedrängnis vom Platz her. So. Und da kommt jetzt der Staub rein, da packen wir das Mesh rein. Die Frage aller Fragen ist, wie schließen wir den jetzt hier ans Stromnetz an? Ich habe hier ein bisschen Strom runtergelegt, das bietet sich an. Packen wir hier an die Seite. Ach Gott sei Dank, ich habe Kabel dabei, das wäre jetzt peinlich gewesen. Packen wir hier unseren Connector ran. Dann ist er mit Strom verbunden und arbeitet auch. Und jetzt muss der das noch irgendwie in eine Kiste packen. Weil da, das müssen wir jetzt nicht mehr einschmelzen. Und deswegen können wir das aber so in eine Kiste packen. Und dafür nehmen wir dann einfach diese hier. Weil die Crystal Chest, die abzubauen, das wäre, da habe ich nicht so viel Platz im Inventar. Das wäre grauenvoll. Deswegen, die Crystal Chest brauchen wir eh am Ende, um da dann die geschmolzenen, wir brauchen eh zwei Crystal Chests am Ende unserer Produktionskette. Später kann ich das dann noch mit Item-Caches machen, aber da habe ich jetzt absolut noch keinen Bock drauf, das ganze Sortiersystem aufzubauen. Und deswegen bauen wir uns jetzt eine geile Crystal Chest. Ah, das wird ein Spaß. Genau, das Autosief hat schon 10 Redstone produziert, ich bin stolz auf dich. Dann packen wir hier unsere Crystal Chest hin und da unseren Hopper dran. Sehr gut. Ist echt cool, dass die Items da drin angezeigt werden. Ist gefreut mir. So. Jetzt Produktionslinie Nummer 2. Wir produzieren hier ja diese. Hier. Genau, diese ganzen Ore-Pieces. Den ganzen Scheiß. Und das Problem ist jetzt also, dass die viel zu viel Platz wegnehmen und man die sowieso noch schmelzen muss, damit man mit denen irgendwas Vernünftiges anfangen kann. Und das ist jetzt das endgültige Ziel für diese Folge. Dafür gehe ich schnell in unser Lagersystem, wo ich schon mal die wichtigen Sachen drin habe. Dafür brauchen wir nochmal einen Autokompressor. Wobei, den einen habe ich ja leider schon verwendet. Das heißt, haben wir hier noch Holz? Wir haben 3 Crafting-Bänke, das entlangt uns. Machen wir noch eine 4. dazu und dann können wir uns einen zweiten Autokompressor bauen. Brauchen wir nur noch Eisen, davon haben wir genug. So.
pack mal hier wieder so ein Eisenkreuz und hier die Crafting Table. Dann haben wir den Autokompressor und der macht dann aus den Ohrpiesel, wie heißen die? Gravel Piece Chunk. Oder Iron Ore Piece heißen die, genau. Der macht aus den Iron Ore Piece die Iron Ore Chunks und die kann man schmelzen. Und das ist unser Ziel. Da. Genau, das heißt, wir brauchen jetzt unseren Crafting-Rezept für den Redstone-Ofen. Redstone-Furnace. Das ist der mit den Bricks, habe ich mir schon gedacht. So, dann ziehen wir uns das Rezept mal schnell ins Inventar. Und craften uns auch den. So. Redstone Furnace. Einen Low Voltage Wire Connector habe ich noch. Braucht der Autokompressor Strom schon, ne? Ja. Das heißt, wir auch nochmal schnell Terracotta. Oder haben wir noch einen Connector jetzt hier drin? Nur mit Voltage, ja gut, das hilft mir nicht weiter. Gut, gut, dann bauen wir uns nochmal neue Connectors. Zack, da ist das Ding. Ach, schön wie motiviert ich das Ganze hier vortrage. So, wir müssen jetzt noch unsere Kabel isolieren, weil ich habe nur noch ein isoliertes Kabel und wir brauchen zwei. Und im Sinne des Arbeitsschutzes müssen wir jetzt leider nochmal isolierte Kabel herstellen. So. Die innen, die Fabrics außen. Dann haben wir nochmal vier isolierte Low-Voltage-Kabel. Und die können wir jetzt. Habe ich alles? Ich habe noch irgendwo einen Hopper. Ey, schon, ne? Brauche ich nochmal schnell einen Hopper. Einen brauche ich auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich sogar zwei. So. Aber wenn wir einen zweiten brauchen, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Alter, diese Lampen, die sehen so geil aus, Alter. Das sind die Lanterns. Ja, Digga, es sieht so aus, als wäre das hier so eine Werft. Wenn wir da jetzt die Bismarck auf Kiel legen, Leute. Ja, da hinten kannst du dann austoben. Mhm. Sag mir mal, weil ich würde dann hier das Fabrikgebäude bauen, wie das da, du das da haben willst. Nee, so. Ist egal. Gut, da haben wir unsere Kiste. Das heißt, wir müssten unseren Autokompressor hier hinsetzen und dann kommen da die ganzen Chunks rein und dann reißen wir den Boden mal ein hier. Das ist jetzt sehr komplex, aber wenn man von Anfang an bis Ende mit der Konstruktion beigewohnt hat, dann kommt man schnell dahinter, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich habe es auch oft genug erklärt, oder? Auch schon. So, der Autokompressor stellt jetzt unsere Chunks her. Und genau das habe ich mir gedacht. Jetzt brauchen wir nochmal einen weiteren Hopper. Hopper craften habe ich mittlerweile echt durchgespielt. So, das Problem ist, ich habe kein Holz mehr. Das ist etwas blöd jetzt. Dann fällen wir mal hier diesen Dschungelbaum. Zack, peng. Hui. Oh, das sieht so geil aus. 18. Junglewood. Dann holen wir uns da jetzt mal ganz schnell ganz viel raus. Und bauen uns unseren Hopper. Chest ist da. Eisen ist da. Hopper ist da. Gut.
dieser Kompressor schickt jetzt dann gleich unsere Chunks in den Redstone Furnace. Der muss hier ran. Und der Hopper von hier ist immer noch richtig eingestellt, das passt. Dann setzen wir hier diesen Hopper ran. Und schließen auch diesen Furnace hier an. Dann müssen wir den gleich noch richtig einstellen, dass er sich das ganze Zeug aus dem richtigen Input holt, nämlich von rechts. Da. Und den ganzen Rest deaktivieren wir erstmal, bis ich weiß, wo wir die Kiste hinpacken. Genau, der schmilzt jetzt schon unsere Ingots. Und wo zum Teufel ist jetzt meine Chest? Ach ja, ich habe ja noch keine. So, dann geht's wieder in den grausamen Circle of Chest Crafting. So, wir haben eine Chest, damit fangen wir an. Dann wickeln wir einmal Eisen drum. Dann haben wir eine Iron Chest. So. Die müssen wir jetzt zu einer Silver Chest machen. Dafür machen wir Glas und verklickt und Silver Ingots. Jetzt haben wir die Silver Chest. Darunter packen wir jetzt drei Diamanten und umhüllen den Rest mit Glas. Jetzt haben wir die sogenannte Diamant Chest. Und die umhüllen wir mit Glas. Und jetzt haben wir die Crystal Chest. Unglaublich. Und ich muss wieder mal den Juice saufen, weil ich auch wieder nur 300 Coin. So. Dann können wir die Iron Chest. Grazie fix! Ein Hopper brach ich nochmal. Ah, ja, ja. Hopperkraften, darauf hab ich Bock, Junge. So. Zack. Wenigstens habe ich noch gerade so genug Eisen dabei. Mann, das hätte mich jetzt angepisst. Hätte ich jetzt extra nochmal Eisen holen müssen. So, dieser Redstone Furnace hat jetzt schon fleißig Goldingots produziert. Und der muss das Ganze jetzt an unsere zweite Crystal Chest weitergeben. So. Jetzt haben wir hier zwei Crystal Chests. In der einen kommt Redstone rein und in die anderen kommt nicht das rein, was reinkommen sollte. Ja, das muss ich schnell umstellen hier. Nach unten bitte nur das. Danke. Jetzt hat er hier die Ohr-Chunks einfach in die Kiste geschmissen. Du Frechdachs. Genau, diese Folge wird zweigeteilt. Jetzt haben wir uns gerade nochmal darum gekümmert, unsere Erzproduktion zu vervollständigen. Und im zweiten Teil der Folge kümmern wir uns jetzt noch ein bisschen um unser gutes altes Botania. Okay, so Leute, wir haben... Zeige ich das jetzt mal schnell. Wir haben hier Mystical White Petals. Und wenn man die jetzt hier auf den Boden plackt, dann seht ihr, wir haben hier diese Effekte. Und jetzt einmal Bonemeal drauf. Kriegen wir diese Tall Mystical White Flower. Und wenn man jetzt mit einer Schere das Ganze abbaut, dann bekommen wir eine Tall Mystical White Flower. Und die packen wir jetzt in die Crafting Station. Und kriegen vier Petals raus. Und was ich jetzt machen will, ist, um mit Botania richtig durchzustarten, brauchen wir Mana. Und Mana ist eine Substanz, dafür brauchen wir mehrere Sachen. Unter anderem Lebeholz und Lebestein. Oder Living Rock und Living Wood. Und das bekommen wir über die Pure Daisy. Und die bekommt man immer, indem man in die Petal Apothecary die vier Mystical White Petals reinpackt. Das machen wir. Hasseln wir mal schnell rüber. Zu unserem Botania-Feld. So. Und dann nehmen wir uns mal ein bisschen Wasser mit hier. Hallo, Wasser. Danke. So. Dann gehen wir zurück. Dann machen wir das. So. Wasser rein. Und jetzt 1, 2, 3, 4. Und
Jetzt müssen wir nur noch Seeds reinwerfen oder was? Für die Pure Daisy oder was? Ja, gut. Dann sage ich nochmal schnell Melon Juice. Und dann holen wir die Seeds. Ihr seht, ich habe mich noch nicht wirklich informiert, wie das Ganze funktioniert, aber so macht's mehr Spaß. Da. Im wunderschönen Sonnenuntergang werfen wir unsere Seeds rein und da haben wir sie, die Pure Daisy. Und die setzen wir jetzt erstmal hier hin. Und jetzt brauchen wir... Chris, war für Living Wood Cobblestone oder Cleanstone? Cleanstone. Cleanstone. Habe ich mal schon fast gedacht, Success. Und die Fackel müssen wir jetzt schnell umplatzieren, weil die steht ein wenig im Weg. So, da rein. Dann umbauen wir die. Dann sehen wir hier ganz viele tolle Farbeffekte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welcher Mod macht schönere Effekte. Ist es A, Botania oder B, Towncraft? Ich kann mich nicht entscheiden. Sind beide sehr schöne Mods. So. Während hier unsere Blume Zeug verwandelt, gehe ich schnell zu unseren Öfen und produziere etwas Cleanstone. So, ihr seht schon, sie hat's. Ich habe es leider verpasst, weil ich gerade den Living Rock, nicht den Living Rock, den Cleanstone produziert habe. So, Living Wood. Und das können wir jetzt abbauen. Und rennen damit locker fröhlich zurück zu unserem Lager. Jetzt brauchen wir nur noch einen Goldbarren. Der ist nicht existent, deshalb nehmen wir einen Block of Gold. So, neun Goldbarren. Dann das drumrum. Und dann eine Petal. Und dann haben wir den Mana Spreader. Und den stellen wir gleich mal auf. So. Erstmal hier hin. Und der macht eigentlich nichts anderes als ist irgendeine Essenz zu produzieren und die in einen Mana-Pool zu schießen. Und für den Mana-Pool, der hier, dafür brauchen wir Living Rock. Und dafür brauchen wir Cleanstone. Und den hole ich mir jetzt schnell. Schnell mehr den Juice für den Speed Boost. Oh, I am Speed. I am Speed. I am Speed. Ja. Schnell wieder zurück zur Pure Daisy, weil mit der verwandeln wir jetzt unseren Stone. So, und da schaue ich jetzt aber zu. Hey ya hua hua, hey ya, hey ya hua hua. Hey ya hua hua, hey ya, hey ya hua hua. Und ab jetzt dauert's zu lang, als dass ich keinen Cut setzen werde. Ah, oh, da ist es! Living Rock, hui! Wie geil! Und den bauen wir jetzt wieselflink ab. Jetzt haben wir den Mana-Pool und den Mana-Spreader. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind Pflanzen, die diese Essenz erzeugen können. Und ich habe mich da gewissermaßen informiert. Dafür ist die Endoflame ganz gut. Und dafür brauchen wir Red Petals, Brown Petals und Grey Petals. So, Wasser rein. Dann... die zwei braunen, eins, zwei, das eine graue und das eine rote und dann noch die Seeds und jetzt haben wir eine Endoflame.
Und die sind ganz cool. Und zwar fressen die Kohle. Und das klingt nicht nur blöd, das ist es auch. Das heißt, ich werde dann in den nächsten Folgen auch mal versuchen, im Zuge der automatischen Holzproduktion auch eine automatische Kohleproduktion auf die Beine zu stellen. Im Moment ist es aber ein bisschen kompliziert. Ne? Nichtsdestotrotz kann ich euch das mal schnell zeigen, wie die funktionieren. So, Wiesel flink zurück zu unserer Endoflame. Und wenn ich der jetzt Kohle herdroppe, dann wartet man ein paar Sekunden und wusch! Atze gefressen. Und diesen Mana Spreader muss ich dann gleich zu unserem Pool ausrichten. Und den stellen wir jetzt erstmal hier hin, unser Mana Pool. Und jetzt befüllt der unseren Pool mit Mana. Die sieht etwas seltsam aus mit diesem Shader, weil es einfach so aussieht, als würde der Boden eine andere Farbe kriegen, als anstatt da gescheites Mana reinkommt. Genau, auf jeden Fall schießt jetzt unser Kollege Mana Spreader ganz viel Mana hier hin. Und ich droppe jetzt mal die ganze Kohle hier. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Minecraft Jungle. So, jetzt seht ihr mich auch. So. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Abonniert Captinus, wenn ihr... Guck mal, dunkel, ey, blau, gelb. Wahnsinn, dieser Shader. So. Schaut gerne noch beim Chris vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. The Duden war heute nicht dabei, der ist aber auch verlinkt. Und wir sehen uns am Dienstag wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Jungle. Und ansonsten abonnieren und so. Ja, war's von mir. Ciao, servus. Servus.